Hallo liebe YouTube-Gemeinde, da noch einige Aufnahmen vom Frühjahr dieses Jahres übrig waren, habe ich mich noch einmal für einen Film über den Fahrbetrieb auf der Modellbahnanlage Güsten entschieden. Am Beginn des Filmes eine Übersicht über die einzelnen Anlagenteile aus Richtung Bernburg, über den Personen- und Güterbahnhof bis zur Ausfahrt Aschersleben. Ein paar Anlagenteile müssen noch mit einem festen Hintergrund versehen werden. So fehlt der Hintergrund noch am Messwagen und hinter dem Bahnbetriebswerk Güsten. Hier verlässt eine Güstner 120 mit einem Getreidezug nach Halberstadt den Güterbahnhof Güsten. Im Vordergrund sind die Wartegleise vom Güterbahnhof zu sehen. Die 120 mit ihrem Mischer wartet auf der Kanonenbahn auf Einfahrt in den Güterbahnhof Güsten. In das Weizenfeld habe ich auch einige Arbeitsstunden investiert. Der Mittelturm stand unter Denkmalschutz und sollte eigentlich erhalten bleiben. Doch das verhinderte nicht den Abriss im Jahr 2011. Er ist von mir im H0-Maßstab originalgetreu nachgebaut worden. Links oben wartet auf der Kanonenbahn eine Güster 120 von Güterglück auf die Einfahrt in den Bahnhof Güsten. Unten ist die Strecke von Bernburg zu sehen. Hier fährt gerade ein sogenannter Zwiebelzug mit Zement vom Werk Bernburg in den Bahnhof Güsten ein. Er fährt weiter über Sandersleben und Hettstedt und wird in Blankenheim auf die Strecke Halle Nordhausen auffahren. Auch hinter dem Mittelturm kommt im Winter ein neuer Hintergrund an die Wand. Die Roco 118 hat klasse Fahreigenschaften und auch im Analogbetrieb einen tollen Sound.
Die Axsenke des BW Güsten war ein paar Jahre meiner Heimat. Hier habe ich die besten Arbeitsjahre meines Lebens verbracht. Das Empfangsgebäude vom Bahnhof Güsten ist originalgetreu nachgebaut worden und wird in der Novemberausgabe des Eisenbahnkuriers näher vorgestellt. In der Bahnhofsmetropa war ich viele Jahre Stammgast. So war eine Innenausstattung der Metropa beim Nachbau Pflicht. Einen der Weichenantriebe konnte ich nicht unter Flur unter der Anlage verstecken. Zur Tarnung wurde eine Rangierbude darüber gebaut. Hier sind allerdings noch ein paar Nacharbeiten nötig.
Thank you.
Der Schmalspur-Transportwagen ist von BEMO und der kleine C-Kuppler von Tillig.
Der Kohlehängekran gehört zum BW-eigenen Heizkraftwerk. Er fuhr bis ins Heizkraftwerk und beschickte hier die Kohleöfen. Der neu erbaute Lokschuppen brauchte so viel Heizenergie, dass erst der Einsatz einer Dampflok die lang ersehnte Wärme in den Schuppen brachte. So, das war's wieder für heute. Danke fürs Anschauen und herzliche Grüße von Thomas aus Bernburg.